Was geht ab, Abiturathleten? Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Zeit für das nächste Level. Guten Morgen alle zusammen. Ich bin im Zug, es ist ungefähr 5:30 in der Früh. Es ist arschfrüh. Ich habe vielleicht 2 Stunden heute geschlafen. Aber trotzdem ist ein sehr, sehr geiler Tag vor uns. Und zwar geht es zur APC 4 von meinem Buddy Rob mit Tobias Beck und Bion. So, wir fahren jetzt gerade im Aufzug hoch zum Event. Aber heute haben wir eine Special-Folge, weil wir haben zum ersten Mal den Cameraman. Hi. Martin wird heute ein bisschen die Cam übernehmen, dass wir noch mehr Third-Person-Shots reinbekommen. Dann dürfte der Vlog ziemlich geil werden. Und für dich dein erstes Event, ne? Genau. Bin gespannt, wie es wird. Dann 10 Leute mitgenommen, 86 Euro pro Person. Was dann auch ein bisschen Zeit war. Genau, und jetzt geht es ja eigentlich darum, das möglichst groß zu machen. Das heißt, meine Aufgabe ist einfach, die Leute, die sind manchmal Oberstufe, und wollen am Ende Top-Abi haben. Das Abi nicht groß, genau, nur fürs Abi. Ja. Und genau, das war also meine Aufgabe in den 2 Jahren, ich habe voll viele Leute da, Videos, Coachings, bla bla bla. Genau, und das versuchen wir jetzt aktuell einfach so groß wie möglich zu machen. Online, also offline. War Piano. Ich habe die Karte zahlen. Was würdest du tun? Kein Mathe-LK wählen auf jeden Fall. Das würde ich glaube ich anders machen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Speichern wir ab. Hallo. Nice. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Picture. Dann tauschen wir die Kamera. Geht vor? Yes. Ja. Wo ist dein hier? Heute bin ich sicher. Ich bin schokoladig unterwegs. Ach so, zähl mal. Ja. Okay, ja denn? Perfekt. Gabi, danke dir. Multitasking Pro, ey. Ja? Ja, mega. Links, rechts? Ja? Meine gerechte Seite ist. Ist die? Ja? Okay, super. Sprich, ich habe schon Schulverträge gehalten, es gibt ein Mentorship-Programm mit mir. Und das denke ich eigentlich so am geilsten. Das ist, glaube ich, einfach die wenigsten machen, die auch eine große Reichweite haben. Ich fahre einfach mit der Community, also veranstalte ich Reisen. Cool, ja. Das ist halt übel geil. Wir waren jetzt dieses Jahr, letztes Schuljahr, schon für eine Woche in so einer richtig geilen Villa in Kroatien. Also, die hat einfach 3.500 Euro nur für die 7 Tage gekostet. Das war halt schon echt sick. Das war natürlich Tony Robbins-mäßig, so mit Pool und Whirlpool. Das ist halt übelst geil. Und genau, da wir merken halt einfach, okay, der Content kommt übelst krass an. Die Nachfrage ist mega da. Es ist gesagt, bloß noch die Challenge, so aus den 5.000, 50.000 zu nehmen und dann halt 200.000. Ich glaube, so viele gibt es ungefähr an Oberstufenschülern so gleichzeitig in Deutschland.
Deswegen haben wir eine gewisse Grenze, aber da ist noch sehr viel zu machen. Und genau, die ganz große Vision ist es sozusagen, irgendwann die transformierendste After-Abi-Reise auf die Beine zu stellen. Wir wollen quasi Abitur in Thailand machen. Abitur in Thailand heißt Community, weil ich habe selbst 10 Jahre in Thailand gemacht und ich sage halt, du kannst für hier einfach nur was erleben machen auf der Oberstufe. Alles cool. Sehr viel Sinn geht daraus, also dass ich auch irgendwie was dort kriegen kann, dort erschaffen kann, weil die mögen alle so Made in Germany. Und für die Zielgruppe tätig und genau, habe selbst letztes Jahr mein Abi gemacht, studiere mittlerweile Psychologie und gebe jetzt eben mein Wissen weiter, was wir immer weiter noch vertiefen. Und bei mir ist auf YouTube aktuell so, was auch gleich das Coaching-Thema ist, ich haue jeden Tag ein Video raus. Feedback ist einfach extrem gut und ich merke, dass es einfach eine sehr hohe Berechtigung hat. Und mein Hauptanliegen ist einfach nur, wie können wir die Reichweite noch stärker erhöhen. Und genau, darum geht es heute. Ich habe sofort angefangen, mich zu rechtfertigen und Ratschläge zu geben. Ja, pass auf, du willst was Neues? Dann melde dich doch im Fitnessstudio an. Endorphine, neue Leute, gute Stimmung. Und mein Gegenüber? Ich weiß nicht. Okay, zweiter. Kauf dir doch einen Hund. Ein Freund fürs Leben. Du gehst raus, frische Luft, lernst andere Hundebesitzer kennen. Ja? Kommst vielleicht in ein anderes Umfeld. Mein Gegenüber? Ich weiß nicht. Nummer ist dagegen. Nummer ist dagegen. So, alle erstmal mit. Das hat ja Direktor. Du kannst dich niemand anderes verändern. Du kannst hier nur dich neben ihn setzen und erstmal verstehen. Und ich glaube, auch das ist ein Spiel, das einzige, was jeder Mensch einfach möchte, ist einfach ohne Verurteilung sich selbst entfalten. Aber hast du beispielsweise Bock, in den Podcast reinzukommen? Also Bock natürlich immer. Klar. Beschreib mir vielleicht immer so alle Themen oder was du genau konkret. Alles für Oberstufenschüler. Motivation. Ja. Deswegen ist dich feiern. Also ich habe jetzt schon so viele Nachrichten, ob jemand die Story hier draußen haben. Ja? Das ist halt übel geil. Schick mir mal alles zu. Was am besten mit der E-Mail? Wie ist Björn? Ich habe gerade schon mit 2 Leuten gesprochen. Ich jetzt mal mit Conny mit. Ja, sorry. Das mega gerne auch. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil das Spannende ist, wenn wir total aufgeregt sind oder excited sind, nimmt unsere Sehkraft, kriegt so einen Tunnel, wir fangen an zu schwitzen, wir kriegen Gänsehaut, wir müssen uns übergeben, wir kriegen Durchfall. Bei Nervosität haben wir original die gleichen körperlichen Symptome. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, nicht mehr nervös zu sein oder Angst zu haben, sondern excited zu sein. Und ich kann jetzt die Situation für mich in meinem Körper einordnen. Und jetzt bin ich gerade excited und deshalb habe ich schwitzige Finger. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Egal was ihr macht, ob ihr ein Vorstellungsgespräch habt und deine Mutter fragt, bist du nervös? Nee, du bist excited, du bist aufgeregt, du bist begeistert und deshalb macht dein Körper das gerade. Ist ja letztendlich einfach eine Frage des Fokus, ne? All diese Emotionen, die sind ja gleichzeitig da. Eine Nervosität ist da, eine Begeisterung ist da, auch eine Angst ist da und eine Vorfreude ist da. Und die Frage ist ja, worauf legen wir unseren Fokus? Legen wir unseren Fokus auf dieses, oh shit, es könnte was schief gehen und dann vergesse ich meinen ersten Satz und am Ende sehe ich blöd aus und meine Hose geht kaputt und so weiter und so fort. Oder ich lege den Fokus auf geil, Alter. Da sitzen Leute, die mich und meine Message hören wollen und ich habe jetzt die Möglichkeit, denen was mit auf den Weg zu geben. Und beides ist ja immer da. Vermutlich ist bei dir genau auch beides da und du entscheidest dich aber aktiv, den Fokus auf eine dieser Komponenten zu legen. Genau, und vor allem mittlerweile auch zu wissen, dass dich gar nicht jeder lieben kann oder wird. Das geht ja gar nicht. Also wenn du nur mal statistisch darüber nachdenkst, und diese ganze Speaker-Szene, die kriegt ja gerade so einen riesen Run in Deutschland. Manche denken, sind ja so Popstars oder Shakira, lassen sich irgendwo runter.
Also die Awesome People Conference ist schon fast vorbei. Ich habe eine Stunde geschlafen und bin noch mega am Arsch. Aber, obwohl es hier vorbei ist und quasi fast keine Menschen mehr hier sind, weil mittlerweile Bion und Tobi weg sind, werden wir jetzt trotzdem noch mit Marvin, den ihr vielleicht besser auch als The Lehrer kennt, jetzt noch ein Interview drehen, spät abends, bevor es für mich dann erstmal noch 2,5 Stunden mit dem Zug heimgeht. Das heißt, Hustle is real und jetzt wollen wir nach. Yes, ich komme jetzt, wir fahren jetzt. Nochmal? Ich fahre jetzt gerade mit dem Aufzug runter und dann lassen wir dich quasi rein. Ich sehe gerade gar nichts. Ja. Guck mal. Ja, okay. Ich bin gleich da. Ja, mach ich. Die haben gar keine Freunde gehabt. So, da können die nichts mit anfangen. Also, was macht dir am meisten Druck? Eltern, Freunde, Lehrer, keine Ahnung was, versucht das aufzulösen. Tipp 2. Entscheide dich, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest, um herauszufinden, was du später machen willst, was dich später für immer glücklich macht. Das ist mega wichtig. Noch einen Tipp in Klammern. Es gibt nicht dieses eine Ding, was dich für immer glücklich macht. Also lass die Tür offen für 2-3 Sachen. Heute Lehrer, morgen Immobilienmakler, irgendwann Autohändler. Es ist egal. Also du musst nicht das eine Ding finden.